schmeißt an, dieses Ding. Was geht ab? Was geht ab? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber wir stehen hier nicht vor einer handelsüblichen Glasscheibe. Das ist eine Glasscheibe in Miami Beach. Denn sie spiegelt Palmen wieder. Und jetzt sind wir auch auf jeden Fall. Warte, bevor wir loslegen. Was geht ab? Hey, warte, du musst das gerade halten. Etwas fehlt. Warte kurz. Hey, ich unterhalte euch in der Zwischenzeit. Was geht ab? Guck mal, wie ich jonglieren kann. Das Geist ist crazy. Das ist das erste Outfit, was ich mir überlegt habe, ne? Ich bin eine kleine Orange. Und dann, Orange? Ja, ich fühle das super. Ich fühle das unnormal, ne? Dann habe ich mir hier auch so eine Sonnenbrille noch gekauft. Und jetzt gehen wir hier lang, Leute. Erster Tag Miami, wir kommen nicht klar. Hey, vor allem, warte mal. Warum sind wir hier? Komm mal bitte mit. Wir sind auf dem Weg zum Beach. Mhm. Ey, wir haben gerade schon... Mann! Bitte! Oh, die Taxis sind hier! It's okay. Go ahead, Mama. You getting... Okay, where the camera at? Oh, y'all doing video, okay. Yeah. Okay, go ahead. Yeah, there we go. Thank you, Mama. There we go. Do something, y'all on y'all video. There we go. There we go. Thank you. You want to do something too? Es gibt auf jeden Fall drei Zeilen auf meinen nächsten Strick. Was? Warum das Strick? Ich hab gesagt, do something. Und du sagst mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ey, die Leute, die sind hier gut drauf. Die Sonne scheint. Ey, Leute, Mann. Es ist auf jeden Fall, wir sind ausgeschlafen. Wir haben gerade was gefrühstückt. Wir haben uns hier so ein Matcha geholt. Das noch. Hattet ihr einen Kaffee? Wir müssen euch das nochmal zeigen. Wir gehen safe nochmal zu dem Laden. Deswegen zeigen wir euch das nochmal. Aber ein Problem, was wir haben, ist, wir haben keine Adapter. Wir können unsere Sachen gerade nicht aufladen. Und jetzt wollten wir uns gerade so einen Adapter kaufen. Ey, Gott sei Dank hast du das gelesen, Mann. Ja, aber wir wissen jetzt nicht, ob das normal ist oder nicht. Auf jeden Fall stand da hinten drauf, Warning from the State of California. The State of California is known, bla bla bla. Die wissen Bescheid, einer auf denen, dass in diesen Adapter irgendwie so Stoffe drin sind, die nachweislich Krebs erregen. Krebs verursachen, richtig. Krebs verursachen, Dings. Fehlgeburten sowas, ne? Verursachen und was? The serious harm for your what the fuck? Und sowas. Und dass man das so wissen sollte, wenn man das kauft, stand hinten einfach so drauf, auf Casual, das bei 7 Euro schlimm. Adapter. Keine Ahnung, vielleicht haben sie deswegen Plastik draufgeschrieben, ist das normal bei Plastik und nur die in Europa schreiben das nicht drauf. Gott weiß, was. Ja. Ja, wir haben das auf jeden Fall gelassen, Alter. Es stand da wirklich richtig drauf, ich war richtig geschockt. Ich denke mir immer so, hä, ich kaufe das einfach. Weil Arti liest sich immer alles durch und ich denke mir immer voll unnötig. Aber das ist krass, du hast uns gerade, wir können uns richtig bewahrt haben gerade vor etwas. Weil man legt sein Handy ja auch meistens neben sich, so wenn man schläft, weißt du? We're gonna verzichten auf das. Und das hier ist der Weg zum Miami Beach. Du weißt gar nicht, wie es aussieht, oder? Du hast ja vorher gar keine... Auf jeden Fall, was mich erwartet, das wird jetzt blaues Wasser sein. Ein sandiger Strand. Ja. Feiner, sandiger, weißer Strand. Sandstrand. Und der Atlantik wartet dort auf uns. Ja. Ist es wirklich der Atlantik? Ja. Da wird gleich Larry warten. Und SpongeBob, der seine Hose zerrissen hat. Weißt du was? Was? Nova, ne? Schwör. Jetzt gehen live gerade die Fotos. Ey, das ist ja unnormal geil. Wir können einfach ein I hinzufügen. Guck mal, hier ist... Ich schwöre, warum ist man deine Taube in Hildesheim und nicht in Miami? Also sorry, ihr macht's richtig, ne? Oh, tschüss, wie geil. Ach du heilige Scheiße. Also wir sind wirklich das erste Mal jetzt auch hier. Oh mein Gott, es ist so... Ich will auch ein Fahrrad fahren, Digga. Ja, wir machen eine Fahrradtour. Wie immer. Alles sieht so krass aus. Der Strand ist ja heftig. Der Strand ist krass. Um einen handelsüblichen Strand. Digga, wie krank ist der Sand, bitte? Krass, Digga. Ey, es ist so schön, wollen wir mal zu diesem Beachhaus gehen? Ey, was? Wie krank ist es denn hier? Wir sind gerade hier bei Starbucks, Alter. Starbucks. Und wir haben hier überall immer diese Sparkling Waters mit Real Squeeze Fruit. Ich liebe das, das ist so geil, Alter. Und wir haben auch schon etwas gefunden. Und zwar für Gisem ein Geschenk. Ist ja bald Geburtstag und der sieht ja so geil aus, oh mein Gott. Das ist so toll. Ja, es ist super und man bekommt jetzt hier sogar noch was von uns. Ah, weißt du, was das ist? Was ist so Gingerbread Cappuccino. Weißt du, was Gingerbread ist? Ja. Was denn? Ingwerbrot. Das ist so süß. Und? Also, das schmeckt auf jeden Fall nicht nach Lebkuchen. Ja, noch Ingwerbrot. Lecker, das ist so toll. Lecker, das ist voll interessant. Soll so einer weihnachtlich sein? Kommt nicht rüber, ne? Kommt gar nicht rüber. Kommt nicht so. Ich will auf jeden Fall diesen Pink Drink auch noch probieren, ne? Wir werden das noch auseinandernehmen. Wir sitzen in einem Laden, beziehungsweise draußen vor dem Laden. Und zwar heißt das so Lobster Shack. Und ich weiß nicht, wo wir das mal gesehen haben, aber es gibt so mäßig Lobster Rolls. Keine Ahnung, was es ist. Soll aber richtig geil sein. Und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Deswegen sitzen wir hier. Und ich probiere ein Cajun Lobster Roll. Und Adi hat einfach einen Hotdog genommen. Und man kann da so als Beilage einfach entweder Pommes, Chips oder Fries. Nee, warte. Chips, Fries oder Strawberries nehmen. Und jetzt hat er einen Hotdog mit Erdbeeren als Beilage. Ich würde keine Ahnung, was das wird. Aber wir testen es. Hey Leute, falls ihr in Amerika seid, die geben jeden Preis ohne Steuern. Und dieser Dollar kostet einen Hotdog. Dieser Hotdog kostet $7. Aber die versteckten Kosten darin sind hier aufgelistet. Hat das funktioniert? Ey, ist das jetzt nur wirklich? Bestellt, weil als Sides haben die Strawberries angeboten. Digga, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, danke. Als ich die Kellnerin konfrontiert habe mit der Auswahl, dass Strawberries überhaupt angeboten werden, hat sie einfach nur kommentiert,
Americans. Ey, einfach ein Hotdog und dazu, alles klar, ich komme nicht klar. Ja, der sieht ein bisschen leblos aus. Und nochmal, Leute, das hat einfach $25 gekostet. Also das ist wirklich aber jetzt in zwei... Sterne, ne? Da waren 5 oder 6 Sterne drauf. Ja, perfekt, Alter. Kriegst du nirgendwo. Die haben irgendwo am Sternenhimmel fehlen jetzt ein paar Sterne aufgefallen. Da ist ein dunkler Fleck entstanden, so viele Sterne hatte dieser. Hier ist richtig random einfach noch so eine Gurke mit Weiß. Die ist da aufgefallen aus Versehen. Wenn du denkst, die sagen, oh, sorry. Der erste Biss ist halt auch nur so groß. Das sieht echt krass aus, ne? Das sieht wirklich krass aus. Und schmeckst du die $25 raus plus Zinsen? Yes. Wie schmeckt dein Hotdog? Noch nicht probiert, Kim. Aber ich sag ehrlich, der wird bestimmt Bombe schmecken. Muss ich unbedingt Lobster für 25 Euro essen. Ich kann mir auch einen $7 Hotdog gönnen. Plus Zinsen. Und Zinseszinsen. Ja, okay, Digga, gib mal her. Lass mal probieren. Oh yeah. Was wird jetzt passieren? Jetzt gehen wir erstmal das hier, was auf meinem Kopf ist, ein bisschen verändern. Denn Adi braucht eine Typumwandlung, ein Umstyling, Alter. Guck mal hier, wo wir hier sind, Digga. Ich kann doch nicht so rumlaufen mit Schnitt von vorgestern. Also, Adi findet, er ist komplett unfresh. Ich finde ihn ja immer fresh, ne? Boah. Aber ich verstehe das schon, was jetzt schon wieder vor. Guck dir das an. Wie man bitte Pansy. Plush und Renny. Oh, hier sind einfach so süße Vögel, die fliegen hier lang. Oh, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier zu einem Friseur, zu einem Baba Barber, ne? Und hoffen einfach, dass Adis Haarschnitt jetzt richtig geil wird. Wir sind hier richtig auf Deutschland unterwegs. Wir sind so eine Viertelstunde vorher da. Die komme ich mir gar nicht klar. Aber guck es. Okay. Nämlich nicht Bruder. Dann wo mich mein Denken. Oh, da vorne geht's ab. Kontrolle mitten auf Kreuzung. Wir sind hier in Abiland. Ey, Polizeifilm ist hier nicht erlaubt. Das gibt bis zu 5 Jahre Haft. Wenn ihr mich nicht mit einem orangenen Overall sehen wollt, dann lasst uns bitte nicht filmen jetzt. Ja, gleich, wie er mir Dings macht, Mann. Ich rede Deutsch mit denen. Ich sage, Bruder, guck mal. Ey, mach mal bitte, Alter. Können wir das als Challenge machen? Du darfst für sorgen, aber nur Deutsch sprechen? Ey, das wäre so witzig. Naja, egal. Du wirst jetzt sexy back bring. Sieht stabil aus. Okay, wollen wir schon mal reingehen? Zeig mir nochmal vorher. Vorher? Okay, einmal vorher. Vorher. Yeah. Yeah. Vorher, nachher. Nee, her. Vorher. Oh. Wie läuft's, Alter? Was geht da? Es läuft gut. Ja? Ja, ist entspannt. Okay, ist schönes Treatment. Auf jeden Fall, ja. Okay. Ist entspannt. Ich glaube, es wird gut. Ich bin richtig gespannt. Er hat da echt viel mehr hinten gestellt. Ja, ne? Muss so? Okay, verstehe. Okay, ich bin so gespannt. Ja. Okay, geil. Freunde der Sonne, was geht ab? Freunde der Sonne, sei mal ehrlich. Oh mein Gott, du siehst. Sorry, aber du siehst viel besser aus, ne? Boah. Ey, ich schwöre, was? Ey, jetzt siehst du siehst aus wieder wie mein Baby. Vor deinem Baby oder das denn halt? Ja, bist du auch, guck mal, aber. Bitte, was sie sagt. Nein, aber jetzt siehst du wieder. Du siehst so. Ich glaube, Miami steht mir jetzt auf jeden Fall so noch mehr, ne? Shoutout auf jeden Fall an diesen. Wie findet ihr eigentlich seine Augenbrauen? Die habe ich gemacht. Du hast ja gar nichts gemacht. Die sind genauso gleich. Hä? Ich habe die letztes Mal. Auf jeden Fall, gemacht. Ey, dieser Friseur, ne? Richtiger Jiggy Jackson. Ja, er war super. Der hat krass gemacht. Richtig, richtig gut, Alter. Und nochmal, der hätte das Spiegel auch wegmachen können, ne? Da ist auf jeden Fall Vertrauen dabei. Ey, wir müssen in einem Elektronikfachhandel, sonst war es das Letzte, was ihr von uns gesehen habt. Ich habe was kurz geplant. Was wir machen jetzt ein. Wir brauchen ein Stromladekabel. Das kriegen wir dann nachher. Wir fahren jetzt Aura-Reading. Boah, die werden jetzt mein Aura lesen. Die so. Dein Aura. Wir machen das zusammen. Dein Aura rastet. Wie kann man so gute Laune haben, nur wegen dem Arsch? Ich bin Miami, Digga, durch hier so. Miami, voll Abschluss. Ich lasse auch, wir sind in Miami, wir sind nicht irgendwo. Wir grüßen uns hier jetzt, wir sind zweimal vorbeigegangen, wir sind unsere Freunde jetzt. Ja, wir lassen aus. Guck mal, das ist einfach eine Drohne. Eine Drohne, hallo, Junge. Yeah, yeah. Wir sind auf irgendein Dings, Rap-Musikvideo. Guck mal, ne, dieser Haarschnitt, das der war. Der katapultiert dich. Der war krass, ich sag ehrlich. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Er hat Banger nach Banger gespielt, ne? Boah, stimmt, Alter, in dem Laden lief richtig geile Musik. Ich wusste was aber auf was auf dem Spiel stand. Und zwar ein fresher Übergang, deswegen ich hab mich nicht bewegt. Ich war so. Er dachte schon, der Bruder fühlt die Musik gar nicht. Kannst du einmal filmen, wie ich hier so lang gehe? Guck Leute mal, wie sie lang geht. Mann, ein echtes amerikanisches Stil, ey. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ey, das sieht voll cool aus. Scheiße, Foto, wow. Hi. Du folgst gleich in meinen Story. Folg ihm auf Instagram. Oh mein Gott, du siehst so viel besser aus. I look better than before. Fliegen damit hin. I'm just happy I got a haircut. Also Leute, wir sehen uns gleich, ne? Wir gehen jetzt hier schnurstracks zu unserem Dings, Parking Spot, holen unser Auto und wir sehen uns gleich, wenn es heißt, wir konvertieren unser Convertible.